Kennt ihr das auch? Da bringt AMD eine neue APU mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt. Und ja, ihr bestellt sie euch natürlich auch sofort. Und da ihr fleißig meine Videos verfolgt, ist es euch natürlich klar, dass eine CPU genau wie ein wildlebender Monty ein Zuhause benötigt. So wird natürlich auch ein entsprechendes AM4-Mainboard dazu gekauft. Denn die neuen APUs benötigen ja schließlich AMDs AM4-Sockel. Man freut sich wie ein gut abgehangenes Schnitzel auf dem Paketdienst, reißt ihm die Kartons aus der Hand und baut in Windeseile den PC zusammen, um dann feststellen zu müssen, es läuft ja gar nicht. Hallo und willkommen zu einem neuen Video eures Lieblingsmontys. Wie sicherlich auch die letzten noch im deutschsprachigen Raum lebenden Höhlenbewohner mitbekommen haben sollten, veröffentlichte AMD ja letzte Woche endlich seine neuen APUs mit dem Codenamen Raven Ridge. Und alle Tester waren sich einig, der kleine 2200G für unter 100 Euro ist ein Knaller. Besagte APUs sind ja die Vorhut der neuen Ryzen 2000er CPUs, die laut meiner endlich mal wieder gesunden und arbeitenden Glaskugel im April erscheinen werden. Jetzt gibt's allerdings ein Problem, denn ausnahmslos alle CPUs der 2000er Reihe inklusive des 2200G und 2400G laufen zwar auf Mainboards mit einem AM4-Sockel, benötigen aber ein aktuelles BIOS oder ein Mainboard, das explizit als Ryzen 2000 Ready ausgewiesen ist. Trotz dass AMD das meiner Meinung nach recht gut kommuniziert hat, haben es leider sehr viele Käufer nicht so ganz mitbekommen. Selbst ein guter Kumpel, von dem ich dachte, dass er ja all meine Videos mit Haut und Haaren verschlingt, hat meine Worte dazu wohl überhört und musste nun feststellen, dass der neue Ryzen 2200G in den Bokeh-Modus wechselte und sich weigerte, mit dem alten BIOS zu laufen. AMD ist sich der Lage aber durchaus bewusst und hat ziemlich gut reagiert, denn AMD bietet hier Hilfe an. Und da mein Kanal im deutschsprachigen Raum dann doch von sehr vielen Anhängern der Ryzen-Sekte verfolgt wird, dachte ich mir, dass ich nun auch die Pflicht habe, ein Video dazu zu bringen, damit ihr nicht nachher so dasteht. Wer nicht regelmäßig die bekannten Seiten im Internet verfolgt, könnte nun aber ein großes Problem haben, denn AMD versteckt seine Tipps leider so ein kleines bisschen im Support-Bereich. Wenn ihr nun also in der misslichen Situation seid, dass der neue Ryzen nicht laufen will, habt ihr nun folgende Möglichkeiten. Vorher brauche ich aber erstmal einen Kaffee. Lecker. So. Weiter geht's. Erste Möglichkeit. Beim Versandhandel das Mainboard innerhalb der 14-tägigen Spanne zurückschicken und ein anderes Mainboard bestellen. Da ich ein großer Gegner der Ausbeute der Rücksendemöglichkeiten im Versandhandel bin, rate ich davon ab, denn es gibt weitere Möglichkeiten. Zweite Möglichkeit, einen älteren Ryzen bestellen, das BIOS updaten und zurückschicken. Und die Antwort darauf findet ihr unter Möglichkeit 1. Und diese kann ich ja auch genauso gar nicht unterstützen. Also Finger weg von den bisherigen Möglichkeiten. Drittens, falls ihr das Mainboard bei einem Händler vor Ort oder einem Hardwarehändler, der nicht gerade Amazon heißt, bestellt habt, fragt das mal höflich nach. Also nicht so. Hey du Spacken, ich brauche ein BIOS-Update, aber sofort. Kapische? Also nochmal höflich nachfragen, ob der Händler denn das BIOS-Update übernehmen könnte. Gerade Ladenlokale, die sich Service auf die Fahne geschrieben haben, machen das in der Regel auch. Wie es mit den großen Versandhändlern wie Mindfactory, Caseking und Co. aussieht, ist mir leider nicht bekannt. Aber plant unbedingt mit ein, dass der Händler eventuell ein paar Euro für den Service in Rechnung stellt. Viertens, da die Mehrheit meiner Zuseher sicherlich zu den extrem sympathischen Zeitgenossen gehört, gehe ich davon aus, dass die meisten einen recht großen Freundes- und Bekanntenkreis haben. Also sollte sich doch sicherlich irgendjemand finden, der an der älteren Ryzen CPUs für ein BIOS-Update leihen kann. Vorausgesetzt, ein Ausbau ist auch möglich. Auch hier sollte man natürlich freundlich fragen und den besagten Kumpel eventuell auf ein Bierchen, ja oder für die Jüngeren auf einen Kakao einladen. Fünftens, du bist ein großer YouTuber, heißt nicht Monty und wirst von AMD eh mit CPUs bombardiert. Folglich hast du eh noch ein paar Ryzens rumfliegen. Aua! Sechstens, du nimmst Kontakt mit dem Mainboard-Hersteller auf. Eventuell bietet dieser einen sogenannten RMA-Austausch an. Dies läuft dann am Ende höchstwahrscheinlich aber auch wieder über einen Händler ab. In der Regel sollte mit diesen Punkten eigentlich den meisten schon geholfen sein. Falls du aber zu den weiterhin traurigen Usern gehörst,
die sich gerade denken, Dislike, dein Video hat mir so gar nicht geholfen. Dann kann ich bzw. AMD aber Abhilfe schaffen. Denn AMD macht etwas, das ich von Intel wohl zum Beispiel nicht erwarten würde. Sie bieten ein sogenanntes Bootkit an, das leihweise zur Verfügung gestellt wird. Und dieses Bootkit ist nichts anderes als eine CPU bzw. natürlich APU der Bristol Ridge Wire. Dieses Bootkit ist nichts anderes als eine CPU bzw. natürlich APU der Bristol Ridge Reihe, mit der ihr dann ein BIOS-Update durchführen könnt. Dieses muss danach natürlich wieder zurückgeschickt werden. Jetzt kommt aber leider der Haken an der Sache, denn wie es aussieht, geht das Ganze nur mit Kreditkarte, da AMD einen sogenannten Sicherheitsbetrag einbehält, bis die CPU dann wieder zurückgeschickt wird. Das Ganze könnt ihr dann über den AMD-Support anfragen. Den Link dazu findet ihr wie üblich unten in der Videobeschreibung. Auch ohne Kreditkarte würde ich es zumindest versuchen, denn ansonsten bleibt euch tatsächlich nur die Retour des Mainboards übrig. Ich bin aber sicher, dass irgendeine der Lösungen greifen wird. Und um den Ganzen vorzubeugen, nein, ich führe solche BIOS-Updates nur für Freunde, Bekannte und Familie durch. Nachdem nun aber alle glücklich sind, kommen wir nun zu etwas völlig anderem, nämlich dem Kommentar des Tages, der mich heute mal wieder in einem super Licht dastehen lässt. Wobei ich die Betonung wohl klar auf heute legen muss. Hab mir mal dein erstes Video angesehen. Im Vergleich zu jetzt hast du dich ganz schön gemausert. Und das finde ich super, weil du jetzt für mich und bestimmt auch für die anderen User besser ankommst. Mach weiter so, ich feiere deinen Kanal. Erbsenzählalarm. Es sollte sicherlich heißen, im Vergleich zu früher. Aber diesen kleinen Fauxpas nehme ich dir mal nicht so übel. Denn so stolz darf ich wohl sein. Du hast schlicht und ergreifend recht und ich danke dir dafür. Und trotz, dass meine alten Videos wirklich unterirdisch sind, jedenfalls vom Erzählstil her, lasse ich diese ganz gerne mal online. Denn gerade YouTube-Neueinsteiger sehen so, dass nahezu jeder mal klein und scheiße angefangen hat. Hier ist es auch völlig egal, ob dieser YouTuber Monty oder sonst wie heißt. Macht euch mal einen Spaß draus und guckt euch die allerersten Videos von anderen YouTubern mal an. Die waren fast alle im Vergleich zu heute einfach grausam. Vorausgesetzt natürlich, die Videos sind auch noch online. Ich empfehle euch aber unbedingt, die Finger von alten Videos zu lassen. Es ist manchmal wirklich nicht schön anzusehen. Ich brauche erstmal wieder einen Kaffee. Weiter geht's. Was ein Glück, die heutige Umfrage passt mal wieder hervorragend zum Videothema. Denn es geht um die neuen Ryzens, die bald erscheinen werden. Und da die APUs, die ja jetzt erschienen sind, leider nicht verlötet sind, sondern in Wärmeleitpass zertränkt wurden, machte sich Sorge bereit, dass die neuen Ryzen 2000er alle auch auf diese Weise behandelt werden. Das ist jetzt zwar nicht der Fall, aber in der Umfrage fragte ich trotzdem, ob ihr denn einen solchen Ryzen trotzdem kaufen würdet. Und 21% sind weniger als erwartet, die der Wärmeleitpaste klar den mittleren Pin zeigen würden und auf keinen Fall zuschlagen. Ganze 33% glauben eher nicht, dass sie da kaufen würden. Das wären dann aber insgesamt über 50%, die klar Gegner dieser Zahnpastabehandlung sind. Apropos Zahnpasta, ganze 17% wissen mit der Abkürzung WLP wohl gar nichts anzufangen. Den üblichen 10% ist ja eh alles mal wieder egal und 16% würden trotz WLP zuschlagen. Das sollte AMD ja schon zu denken geben, daher hoffe ich doch sehr, dass niemals über Wärmeleitpaste in den teuren CPUs nachgedacht wird. Und wenn doch, ich kann für nichts garantieren. Außer natürlich dafür, dass dieses Video nun das verdiente Ende erreicht hat und es nun Zeit für eure Pflichten wird. Sorry Leute, aber ihr kommt da einfach nicht drum rum. Also Hand an die Maus oder ja Finger aufs Smartphone, per GPS-Signal den Like- und Abo-Button suchen und draufklicken oder drauf drücken natürlich. Nach dieser Tortur dürft ihr euch nun endlich aufs Sofa zum Nichtstun legen. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ich brauche erstmal wieder einen Kaffee. Vorher brauche ich aber erstmal einen Kaffee.